Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Micha denkt groß. Das ist eigentlich ein Film, der für die ARD produziert wurde, aber vorher jetzt noch ins Kino kommt. Und es ist ein neuer Charlie Hübner Film. Es geht darum, dass seine Rolle Micha in seinem Heimatdorf ein großes Luxus-Resort bauen möchte. Und dafür will er das alte Hotel seiner Familie umbauen. Und relativ schnell stellt sich dann heraus, das wird gar nicht so leicht, denn die ganze Region hat ein Wasserproblem und so entspinnt sich dann in dieser Ortschaft zwischen verschiedenen Parteien eine Art Kampf ums Wasser. Und das wird über 90 Minuten eigentlich ausgetragen oder vielleicht auch nur um die 60 Minuten, aber am Ende kommt man dann nicht so wirklich bei einem guten Ergebnis raus, sondern das ist eher so, ja, wie die sich halt bekriegen, und es ist leider schon sehr, sehr schleppend erzählt und nicht wirklich unterhaltsam, muss ich sagen. Es dauert, bis man die kennenlernt. Die wirken teilweise auch sehr klamaukig. Wir haben einige Fremdscham-Momente mit drin und man denkt sich so, ja, diese schönen emotionalen Momente, die wir zum Beispiel in Mittagsstunde mit drin hatten mit Charlie Hübner, die kommen hier nicht so richtig zur Geltung. Wir haben natürlich einen bekannten Cast mit einigen bekannten Deutschen, vor allem Fernsehschauspielern. Das ist solide, aber mich hat dieser Film einfach nicht gecatcht, weil die Thematik zwar richtig wichtig und interessant ist, aber es wird so keine Lösung aufgebracht. Also im Sinne von die Personen, also die Lösungen, die dann vorgeschlagen werden, die brauchen viel zu lang und nehmen dann am Ende in Anführungszeichen zu wenig Zeit ein oder zu wenig Raum ein, damit sie wirklich umgesetzt werden können, beziehungsweise dass wirklich was präsentiert werden kann. Und ich fand es am Ende einfach nur schade, weil so viel Potenzial da gewesen wäre, aber es einfach nur um diese Rivalität geht. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Film einfach nur 90 Minuten lang ist und er eigentlich ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte. Wobei wir auch einzelne Passagen drin haben, auf die ich hätte verzichten können, weil die so ein bisschen schleppend und einfach nur so, ja, weil es lustig ist für die Zuschauer. Mehr halt auch nicht, aber es ist dann meistens sind es eher diese Fremdscham-Momente. Ich muss sagen, fürs Kino kann ich den leider nicht so wirklich empfehlen. Es ist ein sehr mittelmäßiger Film geworden. Für zu Hause im Stream oder in der Mediathek, sagen wir so, oder in der ARD ist das, glaube ich, besser geeignet. Am Ende muss ich sagen, leider nur 2 von 5 Punkten im Kino und für zu Hause 3 von 5. Da ist er deutlich besser aufgehoben. Und warum der jetzt nochmal ins Kino kommen muss, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte es das nicht gebraucht. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich mag ja Charlie Hübner eigentlich sehr, sehr gerne. Der hat tiefgründigere Stoffe. Das wird hier allerdings nicht so wirklich umgesetzt. Schade. Da wäre mehr drin gewesen. Dementsprechend hinterlasst ein Abo, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.